Moin moin und herzlich willkommen zurück. Hab ich aus Versehen jetzt mein Schwert gezogen. Aber herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, ich habe keine Ahnung, wo Alligator Jack ist. Vielleicht finden wir den noch irgendwie, irgendwo. Hoffentlich lebendig. Aber ich wollte jetzt mich hier einmal um den Canyon kümmern. Genau, um den Canyon einmal kümmern. Und hier die ganzen Viecher auch einmal wegräumen. Da sind noch ein paar Ratten. Da ist noch ein Drachensnipper. Zwei Drachensnipper. So, gegen einen kein Problem. Zwei wird schwieriger. Und wir haben den Highground. Um den können wir uns auch jetzt locker flockig kümmern. So, Wüstenrappe. Der steckt fest. Das war ein kleines bisschen unfair. Aus der Perspektive der Wüstenratte. Naja. Was will man zu sagen? Drei Drachensnipper. Drei Drachensnipper. Kriegen wir hin. Mit Sicherheit. Bitte? Ja, einen haben wir. Nice. So, das heißt, den können wir dann als nächstes anlocken. Ja. Komm her zu Papa. Komm her. Mais. Davon sind schon die nächsten. So, das speichern wir. Und dann gehen wir in die Höhle erstmal rein. Nur um sicher zu gehen, dass da nichts mehr drin ist. Ich gucke aber auf die andere, also auf das andere Bildschirm erstmal. Weil da kann ich, wenn ich auf den anderen Bildschirm gucke, dann sehe ich zumindest im Dunkeln. Weil auf dem Bildschirm hier, wo das Spiel hauptsächlich läuft, da wird viel dunkler als auf dem OBS-Bildschirm, womit ich aufnehme. Also wo ich die Aufnahme sehe. Ja, aber Höhle ist leer. Das heißt, wir kümmern uns um die Drachensnapper. Waren die da unten, ne? Und Feuerwarane gibt es ja auch noch wieder.
So, war hier noch vielleicht irgendwo was? Achso. Super. So, kümmern wir uns zuerst um, ja, zuerst um den Snapper, würde ich sagen. Machen wir den erstmal fertig. Ja, komm her. Komm her, mein Kleiner. Da sind noch mehr, da unten. So, speichern. Und dann Feuerwehr an. Wir locken einen an. Nur den. Genau, springen. Überstanden. Okay, hier ist nicht noch mehr. Ich schlachte einfach mal die komplette Natur ab. Eigentlich. Eigentlich bin ich das Monster hier. Ja, du darfst herkommen. Komm. Wir machen noch ein bisschen Abstand. Also genügend Abstand. So, nochmal speichern, weil kann sein, dass wir das jetzt nicht überleben werden. Gegen den da. Wahrscheinlichkeit ist hoch. Okay, hier ist nix. Sind die Orks da hinten eigentlich wieder da oder sind die immer noch... Zählen die als abgeschlachtet? Warte mal. Hab ich hier irgendwie irgendwas? Ein magischer Kreis zu nötig, um die Rune anzulegen? Gut, fressen wir Pilze. Und Heilkräuter. Mana, Mana, Mana. Lebensenergie. Nein, nicht den Kronstöckel. Den auch nicht. Noch ein bisschen Wurst können wir auch noch mal essen. So. Eine Milch. So. Fisch essen wir auch noch mal, bis wir auf 5 sind. Ein Käse. Ein Schinken. Dann den Rest davon. Ich dachte schon, der wäre jetzt in unserer Reichweite. Aber ich glaube, das müsste jetzt erstmal reichen, um gegen die beiden da anzukommen. Ja.
speichern und dann gehen wir darüber. Ich glaube, der Tempel hat dann auch mal... Toll. Wo kommt der denn her? Noch ein... Wie viele Trolle gibt's denn hier? Alter, haben die mich erschrocken. Wo kamen die Beißer her? Alter. Speichern. Ich hatte kurz gedacht, das wäre ein Drachensnapper. Ah, okay. Stimmt. Die Beißer hatten einen von keine Ahnung wie weit Entfernung gesehen. So, erstmal den Beißer. Autsch. So, speichern. Aber okay, die Trolle haben hier übernommen. Gleich hier drei Trolle. Das ist wahrscheinlich der Chef. Ich kümmere mich erstmal um die Beißer, falls hier noch Beißer sind drumherum. Okay, hier sind keine Beißer mehr. Da fliegt doch irgendwas. Autsch. Ich glaube, ich gehe erstmal ganz kurz. Und sehe zu, dass ich mich nochmal heile. Weil ein Schlag und ich bin tot. Jetzt. Wenn er mich jetzt einmal trifft. Ja, komm, das wird noch ewig dauern. Ich glaube, ich nehme lieber die Heiltränke. Oder, ach komm, die paar Schinken, gebratenes Fleisch, kann ich nochmal gönnen. Und... Hier. So, das müsste reichen. Und dann können wir den einen Troll da jetzt fertig machen. Nice, haben wir. Speichern. Und rein da. Da wollen wir jetzt auch mal rein. Fangen wir die Seite erstmal an. Okay, geil, wir sind wieder aufgestiegen. Liegt hier nicht... Doch, hier liegt noch einer. So, speichern.
Hier ist immer noch Erdbeben. Nichts zu plündern. Okay, aber hier ist keiner. Schade eigentlich, dass hier jetzt keiner ist. Okay, irgendwo kommt jetzt einer. Da. So, gehen wir mal weiter. Okay, hier sind wir durch. Gut, dann können wir den Rest des Canyons noch einmal absuchen und dann die Höhlensysteme danach, die dann in Richtung Sumpf führen. Aber hier sind wir fertig. Bis jetzt. Und wir sind ja wieder aufgestiegen. Wir sind Stufe 45 sogar. Lernpunkte haben wir wieder 13. Aber gut, dass wir in Kapitel 4 noch einmal hier hingegangen sind. Wie genau ihm vor die Füße. Gut, dass der andere Hund mich jetzt nicht gesehen hat. Das wäre jetzt so ein bisschen kritisch. Was? Was war das denn gerade? Und ich hab's überlebt. Aber was war das denn? Weil es Drachensnapper. Okay. Ich wollte gerade fragen, ist das ein Beißer oder ein Drachen? Wo kommen die Trolle her? Jetzt ernsthaft. Ich gehe einmal kurz zurück zu Skip. Hier in der Nähe gab es jetzt, glaube ich, kein Bett, oder? Weil ich will jetzt doch ein bisschen Haltwerk sparen. Wir haben hier zwar diese Teleport-Plattform, aber nicht solche Teleportsteine wie, also nicht die tragbaren Dinger. Die hätte ich gerne auch für Jagender. Diese tragbaren Dinger, aber okay, die haben ja lieber diese Plattform dafür. Ah, stimmt, hier war ja auch noch eine Höhle. Gab's hier auch noch was drin, ne? Ne. Hier hat sich keiner verkrochen. Stimmt, das nächste Gebiet wäre dann Sumpfgebiet, Sumpfla.
Also hier der Sumpf, wo auch die Banditen da von Raven waren. Ach, da ist Jack. Jack ist wieder da. Hab ihn gefragt, wo du warst. Stimmt, und zur Not könnten wir dann da bei dem Banditenlager nochmal pennen. Es sei denn, die sind da wieder gerespawnt. Aber ich glaube nicht. Die müssten jetzt eigentlich, glaube ich, alle tot sein. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich mag das auch mit der Ego-Perspektive. Okay, wenn wir Waffe ziehen, ist die Ego-Perspektive wieder weg. Aber ich mag das. Ich finde es nur schade, dass wir so langsam sind. Manchmal wünsche ich mir schon diese Sprint-Taste, als Mod, die es ja gibt. Manchmal wirklich wünsche ich mir das. Aber ich finde das auch gut so, dass es halt nicht so ist, dass man dafür extra Tränke braucht. Obwohl mit extra um zu sprinten Tränke ist auch ein bisschen unlogisch. Ja, aber hier im Canyon, da waren ja schon ein ordentlich, hier Dings. So. 520.000, ne, 540.000 bräuchten wir für die nächste Stufe. 520 haben wir. 20.000 bräuchten wir dann. Kommen hier noch Kreaturen, die noch mehr Erfahrungspunkte raushauen? Und Urshak müssen wir ja auch noch besuchen. Fällt mir auch noch ein. So, und jetzt den Troll da hinten. Beziehungsweise, warte mal, ich will mal gucken, ob wir das damit schaffen. Nope. Wenn jetzt ein Beißer in der Nähe ist bei dem. Out. So, jetzt noch mal in die Höhle. Und dann gehen wir in den Höhlengang oben rum. Hier ist nichts Neues. Okay, hier ist nichts Neues. Hier hat sich bei dem blau leuchtenden Skelett auch nichts geändert. Okay, dann auf nach oben den Gang, den Weg. Da sind auch keine Höllenhunde, fällt mir jetzt so gerade ein. Hier waren sonst immer Höllenhunde. Jetzt sind sie nicht da.
So, da wollen wir lang. Natürlich sind hier jetzt auch wieder Drachensnipper. Na komm her. Aber war nur einer, der hier Wache hielt. Gucken wir mal, wie es drinnen aussieht. Ah, okay. Die Minecrawler sind wieder da. Da ist nichts zu holen. Ach nö. Ja gut, dann können wir hier uns einfach durch... Okay, hier ist wieder ein Troll. Hallo, das ist mein Troll. Vergreift er sich einfach an meinen Troll. An meine Punkte. Frechheit. Gut, dass wir schnell genug reagiert haben. So, ich guck erstmal da durch den Gang. Ja, hier ist noch einer. So, den hier auch noch. Da läuft noch einer. Keine Ahnung, wie viele Punkte das jetzt insgesamt waren, aber... Das ging auf jeden Fall flott. Gibt es hier wieder diese Sumpfgrasdrohnen? Also ich sehe jetzt nichts dergleichen. Doch, da unten. Da unten gibt es die Viecher wieder. Nichts zu holen. Okay, von denen gibt es nichts zu holen. Speichern nochmal, vorsichtshalber. Kann sein, dass wir hier vielleicht nochmal von irgendwas überrascht werden. Weil hier ist jetzt ein bisschen dichter, man sieht weniger. Wir fangen mal da hinten rum an. Okay, Sumpfratte. Aber keine Sumpfhaie. Hier ist noch ein Toter. Spruchrolle, ein Lederbeutel und ein Trank.
Ja, komm, spring drauf. So, keine Banditen. Ich geh mal zu denen zuerst ins Lager und gucke, ob da irgendwer oder irgendwas neu hinzugekommen ist. Weil, kann ja möglich sein. Der, hier liegt jemand. Nicht zu plündern. Wer ist das und wo kommt der her? Na, aber hier existiert, glaube ich, keiner mehr. Mit Fortuno und Lucia tut mir das immer noch leid, muss ich ehrlich sagen. Da ist ja noch ein Zimmer und noch eine Truhe. Die hat ihn nicht gelootet gehabt. Da liegt noch was. Eine Spruchrolle. Okay, krass, dass ich hier noch nicht drin war. Oh, komm, hier haben wir gleich ein Bett. Machen wir uns einmal voll. Und gucken hier noch mal, ob hier irgendwer da ist. Fangen wir erstmal hier bei Raven an. So, ich gehe erstmal den Weg und dann den anderen. Achso, ich kann hier immer noch weiter. Dann machen wir erst den anderen Weg und dann gehen wir da runter. Okay, hier ist gar nichts. Dann bezweifle ich, dass unten auch noch irgendwas Neues ist. Ich glaube, es sind nur die Viecher wieder neu da. Und das war's. Hier ist alles tot und leer. Außer wenn wir jetzt da in der Mine noch irgendwas finden, dann glaube ich, dass dort bei Raven doch noch was sein könnte. Aber den ganzen Weg runter gehe ich nicht noch einmal. Nur quasi wegen dem Glauben, dass da vielleicht was sein könnte. Aber hier könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht da, wo wir Bloodwing gekillt hatten, ein Troll sein könnte, dass da irgendwie ein Troll reingekommen ist. Da könnt ihr mir noch vorstellen, weil in dieser riesigen Höhle das Sinn machen würde. Alter, warum muss er so laut sein?
Aber okay. Selbst das ist hier nicht einmal. Ja, dann heißt das für uns wahrscheinlich nur noch den Sumpf abbauen. Dann sind wir in Jacken da auch wieder durch. Da wollte ich nicht drunter fallen. Hier ist nichts. Nicht mal neue Fleischpflanzen. Hier auch nichts. Und hier nichts. Bisschen enttäuscht bin ich schon. Ah, stimmt, das hier kennen wir ja noch. Mit hier ist aber auch nichts passiert. Okay. Schade. Hier unten gab es sonst auch nichts, ne? Nope. Ja, dann wird bei Raven unten wahrscheinlich auch nichts sein. Da wo... So, Goldklumpen. Stimmt, wir könnten hier Gold immer noch abbauen, rein theoretisch. Ja, aber das war jetzt hier enttäuschend. Da liegt aber noch was rum. Das haben wir auch noch. Und hier auch. Spruchrolle und Lederbeutel. Das übersehen haben. Gut, dass wir nochmal hergekommen sind, um die extra einzusammeln. Weil ich bin ja so ein Fuchs. Ich wusste das natürlich, dass das da ist. Ne, also ich habe da wirklich jetzt nur durch Zufall entdeckt. Stimmt, die Truhen haben wir noch gar nicht gelootet. Doch, die schon. Nur von Uno die Truhe hatten wir nicht gelootet. Oder? Die hatten wir? Die hatten wir. Alchemietisch, Buchkommode. Hier hinten hatten wir ja auch alles. Selbst die versteckte Truhe hier, die da. Die hatten wir, glaube ich, auch. Ja, die hatten wir. Ja, ist ein bisschen jetzt enttäuschend. Aber hier hatten wir oben noch nicht gelootet, meine ich. Und hier hinter waren wir auch noch nicht. Oder doch? Wichtiger Hinweis. Hey Leute, Lou ist im Sumpf verschwunden. Wahrscheinlich wurde er von den Haien gefressen. Viel schlimmer ist, mit ihm ist auch der Türschlüssel verschwunden. Also wer ihn findet, kann Lous Kram behalten. Snap.
Okay. Hier sind nur Betten, keine Truhen. Frage mich, kommen eigentlich in Gothic 3 auch noch einige von den Banditen nochmal vor? Also die von den Leuten, die im alten Lager waren? Oder ist das hier quasi jetzt die Nacht des Raben mit denen zu Ende gegangen? Probeschwert. Ah, ich mag diese Brücke gar nicht hier. Heilpflanze und Sumpfkraut, perfekt. Ja. Da ist nichts zu holen. Okay. Überraschend, Zombies. Ich habe jetzt echt nicht mit Zombies gerechnet. Ich fange erstmal dort hinten an. Was war das? Snapperkraut. Und Heilpflanze. Wir müssen ja den kompletten Sumpf hier nochmal freikriegen. Ist das ein Troll oder? Oder ein Sumpfgolem? Könnte ein Sumpfgolem sein. Ja. Wurzel, perfekt. So, bitte herkommen. Oh. Du darfst auch herkommen. Gibt's hier noch einen? Es gab hier eine Höhle. So, nochmal hier hingucken. Okay, hier gibt's nichts mehr. Das heißt, wir müssen dann nach da oben. Der jetzt auch angegriffen. So. Ja.
Nichts zu plündern. Der hat mich jetzt erschrocken. Hatte ich den schon geplündert? Nichts zu plündern. Okay, hier müsste gleich noch einer irgendwo kommen. Oder irgendwas. Da haben wir eine Sumpfgrasdrohne. Ach stimmt, die haben ja nichts. Und das. Ah, noch ein Sumpfgolem. Okay, ich dachte kurz, hinter mir sei vielleicht noch einer irgendwo aufgetaucht. Von den Viechern. Hätte ja sein können, dass da noch irgendwie einer auftaucht. Davon haben wir auf jeden Fall einen. Komm, wir gehen erst da hoch. Wir gehen erst da hoch. Ich hoffe, keine Magier-Skelette. Okay. Wenigstens nichts zu holen. Noch einigermaßen normale Gegner, sage ich jetzt mal. Gibt's hier noch einen? Nope, hier gibt's nichts mehr. So, dann nur noch das da unten. Ich glaube, ich sehe da hinten noch mal einen. Nein, das ist nur das blaue Licht von dem Dings da. Jo, nur noch hier. Und dann können wir wieder zurück. Dann haben wir Jaken dann noch einmal abgeschlossen. Alter, das Gift. Was ist das? Ach so. Nur ein Zombie. Ach, noch ein Zombie. Warum ist der Sumpf voller Zombies? Ich
gehört, dass das ist die Bestrafung an die Leute, die hier mit Raven zu tun hatten. Dass die alle zu Zombies wurden. Okay, hier ist nix. Okay, dann können wir gehen. Nachdem wir den Drachensnapper hier erledigt haben. Okay, perfekt. Okay, das habe ich jetzt echt nicht geahnt. Dass hier noch ein Sumpfgolem gewartet hat. Wie viel brauchen wir denn das? Ja, knapp über 10.000 für die nächste Stufe. Hatten wir, oder? Das heißt eigentlich dann im Grunde, wenn wir jetzt, wir sind ja hier wieder fertig. So zum Tempel. Hier ist ja jetzt nichts mehr. So, nochmal speichern. So. Dann sind wir hier zumindest wieder zurück. Und es läuft keine Musik. Aber was wir machen können, wir haben nicht viele Quests. Noch übrig. Xardas, Taverne, Hafenstadt, Min, Corinnes, Dämonturm, Burg, Kloster, Großbauern. Zaubern wir uns einmal dahin. So. Und gehen nochmal zu Torloff. Er musste es ja besser wissen. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Das ist kein Geheimnis. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben muss. So, Torloff. Ich möchte meine Fähigkeiten verbessern. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. So. Ich erzähl dir eins und zwei. Gut, jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Perfekt. So, dann heißt es noch einmal pennen. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. So. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Das interessiert mich. Ich glaube nicht, dass ich da... So, und dann würde ich jetzt zur Taverne einmal hin. Von mir erfährt keiner was. Mich hinzaubern. Ich speichere noch einmal. Und dann... will ich hoffen, dass wir hier... nochmal für 100 Gold Stärke bekommen. Ein Stärkepunkt. Ein Stärkepunkt wird mir vollkommen reichen. Ja! Ich
Ja, wir können die Drachenschneide benutzen. Das heißt, wir können zur Not den hier anhaben, wenn wir gegen Drachen kämpfen. Das und das und alles andere können wir verkaufen. Boah, das machen wir jetzt eben schnell noch. Dann ist die Folge jetzt halt mal eine Stunde. So, Orlan. Orlan. Da muss man auch mal zuhören. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder des Rings. Da muss man auch mal zuhören. So, okay. Das heißt, wir haben ja die Drachenschneide und den Sturmbringer. Krummschwert kann weg, Schlachtaxt kann weg, rostige Zweihänder kann weg, rostige Axt kann weg, grobes Schwert, das hier kann weg. Das hätte er auch so selbst wissen können. Wir brauchen jetzt nicht mehr. Das ist kein Geheimnis. Nur noch das hier. Und halt alles andere, was wir jetzt hier noch an Punkte haben. So, alles andere, was wir hier noch haben, die drei Lernpunkte, können wir zum Beispiel jetzt in die Armbrust investieren. Da vorne haben wir den Typen für die Armbrust. Stärke haben wir geschafft, was wir haben wollten. So, Dragomir, bring mir was bei. Bring mir was bei. Armbrust. Zwei Lernpunkte, okay. So, wie sieht's jetzt mit der Armbrust aus? Armbrust 31, okay. Müssen wir noch besser hinkriegen. Aber das heißt für uns, wir können jetzt ins Minental gehen und versuchen, den nächsten Drachen zu machen, zu meistern. Auge Innus ist ja gefüllt. Und ja, eigentlich im Grunde heißt es nur, den einen Drachen besiegen. Und bis dahin, bis wir dort sind, vorm Drachen, können wir immer noch die Drachenschneide tragen. Im Grunde alles andere, glaube ich, brauchen wir gar nicht. Es sei denn, wir kriegen es hin, mit irgendwelchen anderen Ringen und sonstiges, nochmal hier auch nochmal 10 Stärkepunkte zu kriegen. Da können wir selbst das Auge Innos anhaben und sind stark genug gegen alles. Und können also auch die Drachenschneide bei uns tragen. Vorne ist ein Schaf. So, aber ich denke, hier ist ein guter Punkt, damit ich die Folge mal beende. Und dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!